Assalamualaikum, Muchachos, da sind wir wieder am Stissel. Die Losers zocken wieder Ark Survival Evolved. Zusammen mit dem Abossa, da ist er auch schon. Hallö. Hallöchen. Grüßt euch, Muchachos. Jawohl, wir haben heute was ganz Cooles vor, nämlich endlich ein Flugsaurier zähmen. Lange, lange ist es her, dass wir mal so ein fliegendes Etwas hatten. Genau, wie letzte Folge angekündigt, haben wir. Jetzt hat mein Abossa schon das ganze Narkotik rausgeholt, das ich extra vorzeigen wollte, weil wir es letzte Folge vorbereitet haben. 180 Narkotik haben wir. Ich habe jetzt aber mal ein bisschen da gelassen. 30 dürfte jetzt eigentlich noch da sein, weil alles mitnehmen müssen wir nicht. Allein wenn ich jetzt hier die Leiter runterfalle und alles weg ist, dann trete ich mir, glaube ich, richtig krass ins Gesicht. Oh, das wäre, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, es wäre eigentlich ganz schön, aber... hast du Narkotik-Pfeile? Ganz, ganz langsam. Kann ich ja gleich herstellen. Ich habe ja 120 Pfeile, ich habe Narkotik, easy peasy. Okay, was müssen wir noch irgendwas an Rohstoffen mitnehmen? Ich habe jetzt Fleisch dabei, das wir braten können. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Wir gehen jetzt auf unsere bärtige Emma und dann suchen wir einen schicken Flugsaurier. Wir könnten uns sogar überlegen, weil hier in der Gegend sind ja nur diese Petris, ja? Aber wir können uns ja eigentlich auch einen Adler holen. Na, wobei ich langsam mal wieder einen Petri haben wollte. Wir hatten schon Ewigkeiten keinen Petri mehr. Wir hatten ja immer den Adler. Ja. Wobei der war ja auch schneller, ne? Der war, glaube ich, schneller, ja. Und ich glaube, der konnte auch mehr Lasten tragen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann er eigentlich sein, oder? Weil ja eigentlich... Irgendeinen Nachteil muss er haben zum Petri. Oder es gibt sowas wie Balance hier nicht. Adler hat ja immer richtig wenig Leben. Es regnet, perfekt. Wir brauchen uns nicht um etwas zu trinken kümmern. Wollte ich gerade sagen. Muchachos, außerdem werde wahrscheinlich die nächsten drei Folgen, also erstmal, Muchachos, natürlich Montag, Dienstag kann man kein Arc. Das bedeutet, wir werden Samstag, Sonntag Arc raushauen. Als Ersatz quasi. Aber auch die nächsten drei Folgen, also jetzt heute ist ja Freitag für euch, wenn ihr es am Tag der Erscheinung guckt. Außerdem die beiden nächsten Folgen, Samstag, Sonntag, werde auch ich aufnehmen. Denn wir haben gerade so ein bisschen Zeitprobleme, Zeitmanagementprobleme, wie man das ja bei uns auch manchmal kennt. Haben wir gerade Props damit mit unserem Aufenthalt in Berlin, der jetzt kommt. Wir müssen relativ früh los nach Berlin, was bedeutet, wir müssen bis dahin alles fertig hochkriegen, weil wir auch nicht wissen, ob wir da Zugang haben zum Internet. Also zum Internet wahrscheinlich schon, aber wir haben keinen Laptop oder sowas, das heißt, wir können keine Thumbnails kreieren oder einstellen. Und die ganzen Sachen müssen wir alles von zu Hause schon vorbereiten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die nächsten zwei Folgen Arc werde auch ich aufnehmen, weil Mabossa sich beim GTA-Folgenschneiden verausgaben muss. So, und der Deko wollte euch unbedingt einen Vlog präsentieren. Ich habe mir gedacht, es reicht doch, wenn wir das nächste Mal machen, aber Deko will euch unbedingt. Oh, Level 90. Ein bisschen zu hoch, oder? Nein. Level 90? Please! Bleib da! Jetzt haut er ab! Warum? Schießt du denn nicht? Ich habe keine Pfeile mehr. War noch nicht vorbereitet. Level 90, Petri ist weg. Nein, der ist noch nicht weg. Ich krieg ihn. Also auf jeden Fall meinte ich, Deko, die Muchachos können doch sicherlich auch ein bisschen warten, was Vlogs angeht, aber er meinte, nein! Wir haben versprochen, oder wir haben nicht versprochen, wir haben gesagt, wir versuchen jetzt öfter welche zu bringen und dann müssen wir das auch machen. Ne? Also bedankt euch beim lieben Deko, er ist da voll hinterher. Genau, wir hatten gesagt, wir machen das, außerdem fehlt ja der See-Vlog immer noch. Ey, das kann nicht wahr sein. Ey, ich habe da schon so viele reingeballert in den. Da waren zwei Pfeile drin gerade, einer von mir. Ich glaube, jetzt ist er weg, oder? Kein Problem, Muchachos. Wir haben nämlich einen neuen Kameramann, der uns filmt bei so welchen Events. Und dieser Kameramann ist mein Mitbewohner, /Cousin. Und der hat so wenig Skill bewiesen, was das angeht. Warte, bei drei schießen wir. Ich habe keine Narko-Pfeile. Achso, okay, ich habe. Ja, dann gib mir doch einfach eben was. Nein. In sein Gesicht jetzt. Er schießt daneben. Ey, der ist drin! Warte eben ein paar Sekunden. Endlich! Ich hab nur noch zwei Pfeile. Alter, wie viele Pfeile brauchen das Scheißviech? Also ich hab da jetzt bestimmt schon acht Dinger reingehauen. Ja, und wahrscheinlich sechs davon daneben geschossen.
Also waren wir, genau. Mein, ja, wir. Ich mache jetzt mal ein paar mehr, dann gebe ich dir auch mal welche. So, wir waren gerade dabei. Hat nämlich den Auftrag gehabt, uns zu filmen, als wir am See waren, weil wir haben natürlich auch ein paar Spielchen da gehabt. Wir haben ein bisschen was erzählt, aber auch minimal. Wir wollten das eigentlich eher mit Eindrücken dann zeigen, was wir denn da so erlebt haben. Warte mal kurz, Deko, komm mal her. Nein. Deko, komm mal her, man. Nein. Willst du von mir? Pfeife sogar. Ja, willst du keine Trunk Arrows haben? Genau, jedenfalls sollte Mr. Scharlach 6 Stück. Willst du mich verarschen? Das muss erstmal reichen. Ey, beruhig dich. Der Scharlach sollte uns filmen. Und ey, du kommst einfach nicht auf den Punkt, ne? Ich habe gerade Angst vor dir. Der hat den Auftrag gehabt, uns zu filmen und hatte aber leider, wie es alle guten Kameramänner haben, immer den Finger in der Linse oder hat irgendwie den Himmel gefilmt oder hat gewackelt, als wenn er gerade eine Parkinson-Attacke bekommen hat. Deswegen lässt sich sehr, sehr wenig aus diesen Ausschnitten verwenden, sodass wir all in all vielleicht so auf 2 Minuten gekommen werden. Wir wollen euch ja keinen Vlog irgendwie bieten, der irgendwie 2 Minuten lang geht und wo alles voller verwackelter Bilder ist und ja, sowas. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, müssen wir da noch was anderes dran machen oder dran heften. Wo ist eigentlich unsere bärtige Emma? Da hinten. Was bedeutet, Muchachos? Wir werden heute noch ein bisschen Vlog aufnehmen und zwar Gelabere über unseren Berlin-Aufenthalt, was da alles so los sein wird, worum es überhaupt geht. Bliblablub. Werden wir euch natürlich alles aufklären und dann werden wir den Vlog hochladen. Und dann werdet ihr natürlich nächste Woche einen Vlog bekommen von dem Aufenthalt an sich. Wo sind wir denn ausgestiegen? Ach, da hinten ist sie. Ey, mich laberst du immer voll. Please. Eco Goldfish confirmed. Bring drauf! Hinter dir ist jemand, der will dich umbringen. Digga! Da! Warte. Alter, wieso komm ich hier nicht hoch? So. Wahnsinn. Du Lauch! Tschüss! So, einmal wieder rum. So, also so viel zu unseren Plänen, was jetzt Vlog und Wochenende angeht. Euch werden auf jeden Fall jetzt heute ist Freitag für euch. Heute kommt ein Vlog vom, ein Teil vom See und dann Gelabere über unser schönes Wochenende, das jetzt kommt. Und genau, wenn ihr noch nicht geguckt habt und schon draußen ist, dann pausiert jetzt arg. Nein, guckt arg zu Ende und dann guckt den Vlog. Und dann wird nächste Woche ein Vlog rauskommen zu unserem geilen Berlin-Wochenende. Und das Coole wird sein, okay, wir kriegen von Italien eh auf den Sack, aber dass wir mit den anderen Leuten Fußball schauen, da freue ich mich schon richtig drauf. Genau, wir müssen leider gegen Italien spielen, das heißt wahrscheinlich wird danach die Stimmung voll für den Arsch sein. Aber noch wir nie, gucken. Noch mit nie, habe ich gehört, haben wir in großen Turnieren ein Spiel gegen Italien gewonnen. Also wird es langsam Zeit. Also allein wahrscheinlichkeitstechnisch. Ja. Muss ja langsam mal, ne? Egal. Muchachos, so sieht's auf jeden Fall aus. Wir werden da mit, keine Ahnung welchen YouTubern, wir haben leider keine Liste, wer alles da ist an YouTubern. Aber wir werden da mit anderen YouTubern Fußball gucken. Vielleicht sind wir ja die einzigen dort. Das wäre lustig. Deswegen wurden auch so Anmeldelisten für verschiedene Kurse rumgeschickt. Zack. Mal eben. Oh, was hast du gerade kaputt gemacht? Nix. Eine Kiste, damit ich das Fleisch braten kann. Ich brauchte Holz. Hier ist. Wieso hältst du hier? Ich wollte mich hier umschauen. Wir brauchen ja nur einen Flugsaurier. Ich glaube, ich gehe mal auf die andere Insel dort. Allgemein war ich hier noch nie bei so einem fetten Obelisten. Ich würde gerne. Wieso hocke ich eigentlich drin in der Bude, wo ich nichts sehen kann und ich nehme auf? Frage ich mich auch. Am besten du drückst noch K und zoomst voll weit raus. Dann bist so, du voller Swag. Jetzt könnt ihr was sehen. Da fahren wir jetzt hin, oder was? Da fahren wir jetzt hin, ja. Eine schöne Insel, ich hoffe, da gibt es ein paar Flugdinos, gibt es weniger Bäume, das heißt, die können sich nicht verstecken. Es sieht aber nicht sonderlich nach einer Adlerbase aus. Nee, ich dachte, wir wollten auch einen Petri, meinst du noch? Bis du mich vom Adler überzeugt hast, aber egal. Wir holen uns jetzt einen Petri. Du musst nur noch mal an Land gehen. Ja, ich wollte eigentlich irgendwo direkt landen. Da hinten ist was. Ist da was? Da hinten ist einer.
Das war mir synchron. Wo? Ah, genau, wo ich drauf zulaufe. Ist da ein Sattel drauf? Da ist ein Sattel drauf. Da ist einer drauf. Scheiße. Da wollen wir einfach mal. Mann, das war ein mieses Überfallkommando und jetzt hat das schon wer. Hier ist aber auch nichts hier auf der Insel. Please. Wird alles abgeerntet von den Menschen. Menschen zerstören die Umwelt. Man sieht es sehr eindrucksvoll an Ark. Eigentlich so eine richtige Simulation. Eine Menschheitssimulation. So, aber hier oben auf dem Berg muss doch irgendwas sein. Oh. Oh. Was sie haben hier? Hast du schon was gefunden? So, alles voller Käfer. Alles voller Käfer. Rasiert mich nicht, ihr Käfer. Was ist das? Was ist das? Hier kann man nur was spawnen. Da ist ein Ankylo, was da ist so ein Access Inventory. So ein Bus. Ja, hier kann man so eine Brutmutter oder so einen Scheiß spawnen. Hier ist so ein Bus-Dinosaurier. Bus bauen? Bus bauen. Marvin, Bus bauen. Aber ich dachte, ich brauch's nicht. Also ich bin ja ein wenig enttäuscht von dieser Insel. Das ist ja zwei Dinos drauf gesehen. Vor allem wird's. Eigentlich können wir hier schon abhauen, oder? So? Ja, selbst wenn wir es schaffen, hier einen Petri runterzuholen, wie willst du den füttern? Oh ja, da hast du natürlich recht. Dann ab zurück! Einfach nur random irgendwelche Geräusche machen. Ist mir aufgefallen. Du hast ein cooles Solo gemacht. Ja, das war ein. Mir gusta. Ein Geräusche-Solo. Jetzt müssen wir nur. Alter, wie groß ist eigentlich das Gras hier? Das Gras ist größer als ich. Laufst du die ganze Zeit im K-Modus rum? Bin erschöpft. Nee, bin ich nicht. Habe ich gerade kurz überlegt, ob ich im K-Modus gehe. Ich war auch kurz im K-Modus. Der K-Modus sieht aber auch echt geil aus. Hat sowas Filmmäßiges. Lauft! Lauft! Sie kommen! Ja. Wo ist der Flosch? Da Flosch? Warte mal. Ich glaube, das war. Ja, du gehst, glaube ich, schon richtig. Oh. Ja, da ist es. Die bärtige Emma! Rage! Ey, das kann doch nicht sein. Wir wollten eigentlich, wir dachten, wir machen so kurze Aufnahme. Und dann haben wir ein Dino und jetzt laufen wir schon wieder seit 80 Minuten durch die Gegend und haben noch nicht mal. Doch einen haben wir gesehen, hat leider Marvin vermasselt. Vermasselt, please. Ey, was? Geh mal ins Wasser. Ja, Nerd. Komm doch drauf, Mann! Bist schon dämlich, oder? Ich verhungere, nehme ich mir alles Fleisch. Du kannst doch auch. Na, warte mal, da gibt's erstmal ein bisschen Kacker für. Was? Ich bin nicht fertig fürs Scheißen? Please. Nicht bereit fürs Kacken. Ja, Deko, du bist der Speer, ne? Eigentlich bräuchtest du so ein Fernglas. Dazu bräuchten wir wiederum Kristall. Was wir nicht haben, wofür wir den Fabricator brauchen. Genau, Charles. Wir brauchen nämlich ganz dringend einen Fabricator. Wir wollen uns natürlich auch Waffen craften. Wir wollen uns alles Mögliche craften. Aber dazu brauchen wir Sachen, die man viel einfacher bekommt, wenn man so einen Flugsaurier hat. Und warte mal, ist das ein Schädel dort hinten? Das ist ein fucking Schädel! Lol. Das ist das rechte Auge dann von... Alter, da müssen wir hin! Richtige Pirateninsel, komm jetzt mal im Chor! Hundertprozentig sind da... Arr. Du bist so ein... Du bist immer... Wie heißt das nochmal? Kanon, genau. Du machst das wie ein Kanon, immer so einen Takt bist du hinten. Wir müssen eigentlich von Assassin's Creed, diese Chanties müssen wir mal auswendig lernen. Die kann ich nicht. Aber die waren voll cool, ich hab die mal mitgesungen, als ich gezockt hab. Du meinst Black Flag wahrscheinlich, ne? Ja. War glaube ich, das war das Piratending, ne? Ja. Black Flag. Ey, dass hier einfach keine Flugsaurier sind, bitte. Wen will... Oh! Rechts! Schau nach rechts! Aber ist da ein Sattel drauf, oder?
Ich kann das nicht sehen. Da pimmelt wer rum und da ist ein Sattel drauf, ja, brauchst du nicht hin. Ey, please. Ey, aber guck mal diese Insel da an. Ey, davon müssen wir eigentlich sofort einen Screenshot machen und, keine Ahnung, die für sich beanspruchen. Da müssen wir so eine Muchacho-Fahne draufstellen, weißt du? Wie die Amerikaner, ja? Der Mond gehört dem an. Da ist genau. Unsere Fahne drauf. So, aber ich glaube allgemein, ey, das ist cool, ich hab den noch nie vorher gesehen. Irgendwie sind wir in die falsche Richtung gefahren, glaube ich. Sind allgemein ziemlich strange gefahren. Du bist schuld. Warum ich? Da war gerade ein Delfin. Wir müssen gleich einfach mal in Land. Mit Delfin, bitte was? Es scheint so, als bräuchten wir Glück im Landesinneren, weil am Ufer, ich glaube, da werden wir nichts finden. Warum fangen wir hier? Achso, hier ist ein Fluss. Oh, Muchachos, niemals Marvin als Kapitän einstellen. Ne? Papa, Kapitän. Oh! Lol. Oleg ist da. Es werde hell. Oleg ist anscheinend anwesend. Eine Pferde-Metall-Base. Ich würde sagen, da wo das rote Floß ist, da gehen wir jetzt einfach mal ins Landesinnere. Ich habe das Gefühl, dass wir dort Flugsaurier finden. Ja, easy. Ich habe das Gefühl, dass wir da mies zerpflückt werden von allen möglichen. Alter, wir haben einen perfekten Blick auf die Todesinsel. Perfekt. Nehmen wir noch ein bisschen Fleisch mit? Ach ne. Wie viel Fleisch kannst du haben? So. Wassersack auffüllen. Alter, sieht das? Ey, das sieht doch so episch aus. Leider ist die Sonne zu grell. Und dann käme das noch viel geiler. Ich glaube, ich habe schon R. Blum Quality 0. Ja. Aber, ne? Sieht fresh aus. Er sieht dann sehr fresh aus. Lass uns mal hier ins Landesinnere gehen. Oh, fuck. Ich will vorher nochmal meine Wasserflaschen auffüllen. Bup. Muchachos, wir geben nicht auf, ehe wir nicht ein Level 400 Petri gefunden haben. 400 Minimum. Kann auch ein Level 20er sein. Obwohl, nee, 20 wäre schon. Da ist ein komplettes Tal abgestellt, abgesperrt. Ein Tal. Guck mal hier rechts. Wo bist denn du? I'm on my fucking way. Hier rechts von dir. Alto Belly. Wir wollen wohl nicht, dass da jemand reinkommt. Ach was. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Okay, ab auf den Berg. Ich glaube wirklich, auf dem Berg haben wir die größte Chance. Vielleicht finden sie auf dem Berg so, Crystal. Oder so, genau. Aber natürlich will ich auch einen Flugsaurier haben. Please, das kann doch nicht hier euer Ernst sein. Da ist ein Adler. Echt? Aber der ist zu weit weg und der wird mich nicht sehen. Über dem Ding, was die abgesperrt haben. Ach so, fuck off. Gehen wir weiter hoch, wir werden noch was anderes finden. Was haben die hier eigentlich abgesperrt? Lol, das ist ein Quetzal. Was, wo? Lol. Tatsache. Der ist sogar... Der ist free. Der ist sogar free! Der ist free! Free like the wind. La la la. La 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 la. Oh, er kommt sogar zu mir! Aber wir brauchen ja einen Flugsaurier, um hinter dem her zu fliegen, also. Ich will nur wissen, welches Level es ist. Ich brauche ein Fernglas, bitte. Du kannst nicht wissen, ich wollte gerade sagen, kannst du nicht herausfinden. Also den letzten, den ich gesehen habe, der war Level 4. Ich glaube, die sind alle ziemlich low. Ey, der fliegt direkt über mir. Ist das ein geiles Bild, Mann. Er fliegt über mir. Man sieht sogar seine ganzen Adern in den Flügeln. Das sieht fresh aus. Er hat irgendwas im Mund. Yeah. So, egal, wir cruisen weiter nach oben. Also, ein Quersaal haben wir hier schon mal gefunden. Und ein Adler. Oh, da links ist ein Kanu. Ja, den Kanu werde ich auseinandernehmen. Na, ich habe komplett keine Pfeile. Komm her, ich gebe dir welche. Lol, hier liegt ein toter Triceratops. Da sind sogar zwei Kanus. Ja. Ja. Bring mal ein bisschen Action hier rein. Nein, wir legen uns nicht mit zwei Kanus an. Du weißt nicht, welches Level die sind. Werden wir ja gleich sehen. Nein, wir suchen jetzt nach einem fucking Adler. Ich glaube, da, die bewachen irgendwas, Deko. Wir müssen da hin. Dass ich dich immer an die Aufgabe erinnern muss. Die bewachen irgendwas, wir müssen da jetzt hin. Wir bewachen allerhöchstens dein Arschloch. Und das nicht sonderlich gut. Wie wir alle wissen. Oh mein Gott, hier ist doch so ein geiler Platz. Warum hat hier niemand drauf gebaut? Hier ist Crystal! Oh, Baby, so. Gib mir Crystal.
Oh fucking. Oh fucking Molly. Komm her. Deko! Was denn? Ich verfolge ein Kanu. Da bist du selbst dran schuld. Oh fuck. Oh fuck, wenn ich jetzt sterbe. Holy fucking Molly. Du wirst den Platz ja niemals wiederfinden. Oh ja, wie ich ihn ficke, Mann. Wie ich ihn ficke. Das ist Level 100, glaube ich. Oder Level, nee, Level 90. Level 90! Alter, wie ich ihn auseinandernehme. Richtig geil. Wo bist du denn? Da! Ja, da unten sehe ich was. Ach nee, Level 70. Hast du den schon gekillt? Easy, Mann. Kaum Leben verloren. Oh, sogar Primate bekommen. Dafür ist deine Armor wahrscheinlich komplett im Arsch. Und? Und? 57 Fleisch. Nein, meine Armor ist auch fast noch komplett voll. Easy! Oh, hier sind Skorpione. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier einfach... Der Quetzal kommt genau auf mich zu. Er kommt genau auf mich zu. Das sind Raketenwerfer ins Gesicht. Digga, Mann! Digga! Digga, Mann! Digga! So, aber wo hast du den zweiten Kanu gesehen? Das frage ich mich jetzt. Der war auch da unten. Da unten? Ah, ne, ich bin ja hier oben. Das ist ein richtig kranker Platz, Mann. Also ganz ehrlich, wenn irgendwann Dodo Wars beginnt, hier will ich sein. Ach, okay, hier ist auch einer. Hä, hey, warum hat denn der gerade nicht geschossen? Level 145 Skorpion platt gemacht. Hier ist Metall. Mann, wir brauchen nur einen Flugdino. Bist du jetzt langsam mal den Crystal-Scheiß? Den zweiten habe ich auch platt gemacht. Da ist ein Adler. Ey, wo bist du denn jetzt? Ich habe gerade eben beide... LOL! Mich greift ein Adler an! Wo? Das Level... Welches Level bist du Homo? Level 45. Ne, Level 145. Fick mich, Alter. Wenn es nicht in der Aufnahme wäre, würde ich fragen, würde ich nachgucken, wie lange das braucht. Okay, kann ich ja machen. So, ich geh mal zurück, da wo wir uns getrennt haben, Deko. Da bin ich. Ja, ich komm grad auf dich zu. Ich komm auf dich zu! Hier ist ein super geiler Platz und da oben ist auch Level 145er. Ah, klar, das werde ich mal eben... Alter, ganz ehrlich, ein Level... Wir haben noch nie ein Überlevel 100er Dino gesehen. Unglaublich. Auch 100% ist scheiß viel. Aiming Calculator. Agatavis heißen die, ne? Ja. Ja. So. Agent? Heißt das vielleicht nur Agent? Ja. Level 145. Und... Hast du 200%? Ja. Da musst du aber das Level nochmal einstellen. Ja, ja. Alles sogar nochmal neu einstellen. Oh, Muchacho ist ein Level 145 Adler. Das wäre mal sehr nice. Also 326 Narkotik. So viel haben wir nicht, ne? Nee, so viel haben wir nicht. Also, können wir aufgeben. Alter, das sieht richtig geil aus hier, diese Hügellandschaft. Warte mal, wo sind wir denn auf der Karte? Dodo Wars, hier, merken. Okay. Ist schon mal gut, wenn du jetzt schon Bescheid sagst, wo wir mit Dodo Wars hingehen. Ja, es gibt doch eh niemand. Da gibt doch eh niemand Bescheid. Na, weiß ich nicht. Hier hinten bei mir auf der anderen Seite vom Berg war aber auch ein Adler. Ja, ich gehe hier aber gerade zum grünen Drop. Ich schau hier mal eben kurz rum. Alter, diese Aussicht, die ist ja wohl mehr als legit. Legendissimo. Ich habe jetzt übrigens 77 Crystal dabei. Nice! Oh, ist aber auch relativ schwer, ne? Ich glaube 77 Kilo wiegt die ganze Scheiße. Bis jetzt, also ich bin halb voll jetzt. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein Dino oder ein Flugdino, den wir jetzt wenigstens schon mal anfangen können zu tamen. Das ist ja genau der Grund, weshalb wir hier sind. Nochmal kurz geflext. Hier vorne flog irgendwo. Alter, oben ist ja noch mehr Crystal. Nehmen wir auch mal direkt mit. Crystal Meth! Heisenberg! Wir sind Heisenberg! Irgendwer hatte letztens unter ein Video geschrieben, dass er sich gewundert hat, warum wir bei Crystal keine Witze über Crystal Meth gemacht haben.
Hab ich geschrieben, das wäre zu obvious gewesen. Na, Boss, da hast du dir rausgehauen. Irgendwo hier war... Alter, wie das von hier oben aussieht, ne? Ey, ich würde dich so gerne da runterschubsen gerade. Oh. Genau daran habe ich auch gerade gedacht. Nein! Uiuiuiui. Ja, wir sind einfach zu weit von unserer Base entfernt. Das wäre, glaube ich, zu böse. Und dann wären alle Sachen wieder weg und na... Troll ist gut, aber maximaler Troll, no. Da steht ein Schild. Ey, dass es so schwer ist, Flugdienst zu finden. Ey. Bewegen wir uns eigentlich gerade richtig Richtung unserer Base, oder? Ist ja erstmal scheißegal, wohin wir uns bewegen. Glaub Hauptsache, schon. Wir bewegen uns Richtung Flugdienst. Achso, nur unser Floß sollten wir vielleicht... Na, egal. Unser Floß ist gone. Hast du auf die Karte geschaut, als wir ausgestiegen sind? Wo wir... Ich habe auch keine Ahnung, wo das da ist. Da unten fliegt was. Wo? Da. Oh, wir sind Petri. Ja, wollen wir nach unten? Da ist so eine Leiter. Perfekt. Sei denn, wir finden hier noch einen Petri, das wäre natürlich noch sexier. Da. Oder war das nur der Schwanz vom Stego? Da glaube ich nur der Schwanz vom Stego. Weil ich habe zum Stego letzte Zeit immer die Ceratops gesagt. Wahrscheinlich werde ich geflamed. Ne, ab nach unten. Da unten beginnt, glaube ich, auch so langsam das Sumpfbiom. Das heißt, da werden wir auch keine Probleme haben, Fleisch zu finden. Leider werden wir da wahrscheinlich auch sofort rasiert. Ich finde es sowieso krass, auf dieser Map, also auf The Center sind da richtig krass hochlevelige Dinos eigentlich nur. Ja. Irgendwie so ein Level 10 Sumpfwert zu finden, ist wahrscheinlich unmöglich. So, abspringen. Übrigens danke an das DMJ-Team für diese wunderschöne Treppe, die frei zur Benutzung ist. Hätte man auch oben einfach eine Luke reinbauen können, ne? Dann hätte er nicht hier durchgegangen. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Automatischer Wasserbonus deaktiviert. Ich hab meinen Wassersack hier nochmal aufgefüllt. Ey, sieht das geil aus, diese Oase hier. Richtig türkises Wasser wie in der Karibik. Karibika. Oh, da haben wir... verschiedene Brontos. Oh, 1, 2! Petris haben wir hier schon mal, aber die sind leider in der Luft. Vielleicht kommen die gleich runter. 2 Raptoren. Oh, hier blüht das Leben. Das sieht geil aus hier. 2 Biber schwimmen im Wasser. Wo bist du denn? Nicht, dass wir uns jetzt verlieren. Am See. Wir haben links und rechts ein. Da hinten sehe ich dich. Okay. Yeah. Also ich würde gerne mal den Flugsäuren hinterher, ne? Bis sie landen. Oh, da haben wir noch einen. Oh, da hinten geht ein zu Fuß ein Argentavis. Jetzt fliegt er gerade hoch. Wo? Genau am Ende des Sees, wo der Bronto ist. Ach, du bist schon weitergelaufen. Bin am See jetzt. Direkt unten am See. Bronto! Nein, der Argentavis läuft weg, fliegt weg, Alter. War irgendwo noch am Boden. Der greift einen an, oder? Ich nicht. Warte, ich check mal eben kurz. Narkotikpfeile sind jetzt drin. Argentavis greifen einen nicht an? Eigentlich schon, doch. Dude! Bin genau unter dem. Ja, dann hol ihn! Aber ich weiß echt nicht, wo du bist. Bin ja auch am See, aber ich... Ach so, da! Alter, da, ganz hinten, okay. Welches Level ist überhaupt? Level, ich kann es nicht 100. Ist der 30 oder 130? Also, wenn er 30 ist, wäre perfekt. Ja, Level 30. Echt? Oh, der hat so eine richtig coole gelbe Färbung. Ich habe jetzt schon 3 Pfeile drin, warte mal ein bisschen. Nicht zu krass ficken, den Typen. Ficken! Du hast daneben geschossen, Lord. Nein, nicht betroffen. Ich schieße jetzt nochmal. Bist du ihn oder mich? Er blutet ja auch noch nicht, ne? Es ist noch alles fresh. Das sieht so aus, als ob er nicht blutet. Ich hab jetzt... Oh, doch, sein Gesicht ist schon stark am rasieren. Einen Pfeil habe ich noch. Ich hab noch mehrere. Dann schieß. Hab ich.
Ich warte noch ein bisschen. Eins, zwei und bam. Leg dich doch hin, Mann! Er fliegt weg! Haut ab! Ja, okay, das heißt, er ist ziemlich krass verletzt. Ja, dann. Einfach hinterher. Ich schieß nicht, ich schieß nicht. Doch! Nein! Wie soll er denn runterkommen, wenn du nicht auf ihn schießt? Und weg ist er. Den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Ey, wie Marvin immer aufhört, auf die Viecher zu schießen und dann fliegen sie weg. Weil er krass geblutet hat, die hauen doch nur ab, wenn sie schon kurz vorm Sterben sind. Ja und? Ach, entweder er ist tot oder er geht wieder runter, er geht wieder runter. Los, voll in sein Arschloch. Hab ich gerade. Sehr schön. Aber der ist gleich tot, Mann. Nein, der tut nur so. Oh. Der simuliert. Ja, Mann! Und fliegt denn? Wann brauchen denn die Viecher so lange, Alter? Die haben doch vorher immer nur 3 Pfeile gebraucht oder so. Ich hab ihn! Oh yeah! Yeah. Level 30 und wir sind fast zu Hause. Echt? Ja? Lol. Alter, wo sind wir denn? Wir sind zu Hause, da. Hier, guck mal, in die Richtung. Da ist unser Berg. Lol, ist das dein Ernst? Please. Nice one. Dann haben wir ja eine kleine Weltreise gemacht, ne? Ja, Butchagen, würde ich sagen. Der ist jetzt down, der wird jetzt getamed von uns. Unconscious gehalten, vielmehr. Tame machen wir dann in der nächsten Folge. Lassen ihn erstmal runterhungern, eine Stunde oder so wahrscheinlich. Und dann wird er getamed und dann. Das ist schon mal sehr nice. Muchachos, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war ein bisschen rumgelaufe und rumgejage vor allem. Nach einem bestimmten Agentavis. Wir haben unseren Traum-Agentavis gefunden. Indiana Jones-Style war das. Richtig fresh. Oh yeah. Gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Vergesst nicht, am Wochenende kommen Samstag und Sonntag kommen jeweils eine Folge ARK. Vergesst auch nicht, in den Vlog reinzuschalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.